Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Palatilum Outdoor. Wir sind heute in Glisserath. Und wir wollen den Moselsteigseitensprung Glisserather Sagenweg gehen. Der ist 11,9 Kilometer lang, ungefähr 4 Stunden und die Schwierigkeit ist mittel. Und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, eigentlich hätte da jetzt hier runterwärts super schönen Ausblick. Also man sieht hier schön weit, aber der Nebel hängt noch am Tal. Und ja, heute ist das Wetter doch schlechter, da das Sturmtief Sabine unterwegs ist. Das soll ja morgen kommen und ja, für schweren Sturm in Deutschland sorgen. Da dachten wir, wir nutzen heute mal den regenfreien Tag und gehen noch ein bisschen raus und genießen die Natur. Und eigentlich war auch Sonne angesagt, aber irgendwie ist sie noch nicht da. Mal gucken. Ja, vielleicht ganz da hinten. Da leuchtet schon was. Naja, vielleicht haben wir ja noch Glück. Ja, der Weg heißt der Sagenweg und hier haben wir einen Teil einer Sage bzw. ja, ein steinzeitliches, ja, wie soll man sagen, Relikt, was hier gefunden wurde. Ihr seht diesen Stein, im ersten Moment erkennt man hier eigentlich nicht viel. Man geht aber davon aus, dass der 3500 Jahre alt ist und hier von irgendwelchen keltischen Kulturen aufgestellt wurde. Ihr seht hier diese Vertiefungen vielleicht, hier rechts und links, das sollen wohl Arme darstellen. Hier unten seht ihr eine Verrundung, eine Art Bauchnabel. Hier oben kann man auch noch irgendwelche Inschriften oder ja, wie so ein Gesicht erkennen. Das Ganze soll wohl ja, ein Fruchtbarkeitssymbol symbolisieren. Und den hat man hier 1971 wieder ausgegraben, hat den gefunden und ist halt ein Zeichen von der frühen Besiedlung dieser Region schon, die halt jetzt schon ja, ungefähr 3500 Jahre her ist. Ja, wir sind ja auf dem Mythen- und Sagenweg hier und hier hinter mir seht ihr ganz da hinten die Märtyrerkapelle bei Neumagen oder kurz vor Neumagen Thron. Und wir können mal ranzoomen, damit ihr die besser seht. Und die Legende dieser ja, Sage besagt praktisch, in Trier war ja römisch besetzt und die Thebäer waren hier als Soldaten stationiert, die aber alle christlich geprägt waren. Auch die große Bevölkerung um Trier war christlich geprägt und hier wurde dann von Rom ein Präfekt geschickt. Und dieser Präfekt forderte von den Trierern, dass sie ja praktisch ihrem Kriegsgott, dem römischen Kriegsgott, huldigen und hier Opfer bringen. Ja, aber diese Opfer verweigerten zuerst die Soldaten und daraufhin wurden die alle abgeschlachtet in die Mosel geworfen.
Das Ganze ja, hat sich dann 3 Tage fortgesetzt, ging auch so mit der Bevölkerung. Man sagt, dass etliche hunderte, tausende Leute abgeschlachtet wurden und alle in die Mosel geworfen wurde. Und nachdem das dann passiert ist nach den 3 Tagen, hat sich hier 7 Stunden später die Mosel komplett mit Blutrot gefärbt, also komplett mit Blut gefärbt. Und dieser Blutstrom ging halt hier bis nach Neumalm. Fahrtechnisch sind halt hier 40 Kilometer. Ich kann mal noch rausfinden, wie viele Moselkilometer das sind. Das sind nicht ganz so viele. Blende ich die einfach mal noch hier unten ein. Ja, und ich würde sagen, wir gehen weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Minuten auf der Strecke. Wir sind jetzt etwa in der Hälfte der Tour und haben mit Erschrecken festgestellt, dass es schon relativ spät ist und wir uns ein bisschen beeilen müssen. Ich hatte heute die Aufgabe, uns zu navigieren, und wer mich kennt, weiß, dass das nicht so meine Stärke ist. Sebastian hat sich trotzdem drauf verlassen und deswegen sind wir 2 Kilometer Umweg gegangen und müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Tja, da hat wohl jemand einen schlechten Orientierungssinn. Was? Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Genau, wir haben es trotz meines Umweges geschafft. Dadurch hatte die Tour jetzt bestimmt 14 oder 15 Kilometer, aber wir sind angekommen. War aber auch sehr anstrengend heute, muss man sagen. Also hat schon ein bisschen gezogen, die Tour. Ja, es war relativ langwierig, warum auch immer, obwohl sie eigentlich relativ abwechslungsreich ist. Ich denke, da war viel auf und ab, ne? Bei der Tour immer wieder hoch, runter, und dann haben sich die Hände sehr lang gezogen. Was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist, ihr seht dieses ja leider trübe Wetter heute. Eigentlich war zuerst gemeldet, dass schönes Wetter ist. Ja, so Sommer-Herbst, ne? Das ja, Sommer-Herbst ist auf jeden Fall empfehlenswerter, da die Weinberge natürlich dann grün sind, beziehungsweise im Herbst auch rot, gelb oder was für Farben sie auch immer haben. Das macht für die Tour natürlich viel aus, wenn man durch die Weinberge geht. Genau, also wie gesagt, die Tour können wir wirklich empfehlen für Herbst und Sommer. Wir hoffen, die kleine Tour hat euch trotzdem gefallen, war trotzdem sehr schön. Leider waren halt die Aussichten ein bisschen vernebelt oder ein bisschen trübe heute. Genau.
Vom Anspruch her sind die Seitensprünge gefühlt anstrengender als die Traumschleifen, weil es doch recht viel auf und ab geht und man ziemlich viele Höhenmeter macht. Also mal gucken, wenn wir noch ein paar Seitensprünge gehen, ob das so bleibt. Genau. Ja, dann bleibt es nur zu sagen, wir hoffen, euch hat die Tour gefallen. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über ein paar Kommentare von euch. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Und Eva. Tschüss. Tschüss.